Ja, Mika, Platz 4:1 hier gegen FC Wegbergweg. Wie fühlt es sich an, jetzt einmal so einen deutlichen, souveränen Sieg hier zu Hause eingefahren zu haben? Ja, sehr befreiend, ne? Am Tivoli 4:1 zu gewinnen. Ich glaube, ein schönes Gefühl. Ja, auch mal mehr als ein Tor zu schießen, ist auch ein schönes Gefühl. Und ja, wir haben es, glaube ich, alle genossen heute. Haben auch eine gute Leistung gemacht. Was habt ihr euch vor dem Spiel vorgenommen? Wie habt ihr das Ganze dann umgesetzt im Spiel? Wir haben uns vorgenommen, weiterhin defensiv kompakt zu stehen. Trotzdem hohes Pressing zu haben. Und das haben wir gut umgesetzt. Ja. Schnelle Ballgewinne und dann die Unordnung des Gegners auszunutzen. Vor dem Spiel war auch Thema, dass das Spiel mit dem Ball verbessert werden muss. Heute habt ihr euch auch viele Chancen aus dem Spiel kreiert. Siehst du da schon eine Entwicklung? Ja, absolut. Dass wir gute Fußballer haben, das ist, glaube ich, gar nicht zu bestreiten. Aber natürlich, das braucht auch eine Entwicklungsphase. Und es ist sehr schwer, Spiel mit dem Ball. Das ist das Schwerste im Fußball. Ja. Und das braucht Zeit, aber wir sind auf einem guten Weg. Und ich bin da guter Dinge. Dann auch zu dir persönlich. Muss das kurz vor Ende ausgewechselt werden? Was ist da passiert? Ich habe ein paar Minuten vorher einen Tritt aufs Sprunggelenk bekommen. Ich glaube, dann wollte der Trainer Vorsichtsmaßnahmen mich rausnehmen. Also erstmal nichts Schlimmes vom Gefühl? Nein, ist alles gut. Okay, super, danke dir. Gerne. Herr Lukas Schäpanik, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zu 2 Toren. Du wirst hier noch zum richtigen Torjäger, oder? Ja, jetzt habe ich mich warm geschossen, danke. Spaß beiseite. Jetzt habe ich ein bisschen offensivere Position heute gehabt. Von daher war ich ein bisschen näher zum Tor und gut, das erste natürlich von weiter weg, war ein bisschen glücklich, aber macht Spaß. Wie hast du das Spiel denn gesehen? War das aus deiner Sicht ein souveräner Sieg? Ja, wir hatten kurz den Moment, wo sie reingekommen sind nach der 2-Tore-Führung, also da stand es dann 2-1, da war es dann so ein bisschen, wir mussten kurz uns durchschütteln und dann uns konzentrieren, damit wir dann den Faden nicht verlieren und dann, dass sie nochmal reinkommen. Aber dann haben wir es eigentlich gezeigt mit 2 schnellen Gegenstößen, dass wir dann das Ding wieder auf unsere Spur gebracht haben. Von daher würde ich schon sagen, war relativ souverän. Ja. Viele Tore, viele Chancen auch aus dem Spiel heraus heute. Hast du das Gefühl, da ist schon eine Entwicklung, sodass die Abläufe besser funktionieren als vor ein paar Wochen noch? Auf jeden Fall. Wir verfestigen immer weiter unsere defensive Strategie gegen den Ball. Heute mal gegen den Gegner, der mit 5er-Kette gespielt hat. Da haben wir ganz klar auch gesagt, wie wir das machen wollen vorne. Hat auch gut funktioniert. Wir haben den Gegner immer wieder vorne auch im Aufbauspiel unter Druck gesetzt, haben wenig Entlastung gehabt und sobald die dann in unsere Hälfte kamen, haben wir es auch sehr souverän hinten verteidigt, muss man auch sagen. Ja, und mit dem Ball haben wir auch heute auf jeden Fall, denke ich mal, gezeigt, dass wir da wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Haben uns viele Chancen oder sagen wir mal im Ansatz auf jeden Fall viel erarbeitet. Können natürlich noch im letzten Drittel konsequenter spielen vor dem Tor, aber das sah schon, würde ich sagen, ganz gut aus. Darauf kann man aufbauen. 2 Siege tun jetzt sicherlich auch gut für das Selbstbewusstsein, um dann nächste Woche in Aalen nachzulegen, oder? Auf jeden Fall, jetzt wollen wir definitiv nachlegen. Wir wollen den Sprung jetzt mitnehmen von den beiden Siegen und wollen ganz klar dann nächste Woche in Aalen das nächste Zeichen setzen und wollen uns jetzt oben festbeißen. Gut, danke dir. Danke. Herr Backhaus, ein geiles Spiel vor einer geilen Kulisse mit einem geilen Ergebnis. Gut, das darf nicht ins Fernsehen, aber trotzdem mal ein geiles Spiel. Ja, es war genauso, wie du es gesagt hast. Es war, ich denke, wir hatten einen guten Plan, weil wir heute gegen eine Dreierkette gespielt haben und das verändert schon so ein bisschen die Statik aus dem 4-3-3. Aber die Jungs haben das ohne groß zu trainieren super umgesetzt und wir hatten vor 2 Tagen dann auch den Ausfall von Baumi zu beklagen und am selben Training meldet sich auf einmal Aaron Herzog als 6er auch noch ab. Und ich glaube, das haben wir ganz gut auch gelöst mit Kilian Paljuka, der eigentlich ein Offensivspieler ist, aber der es auf der 6 richtig gut einfach gespielt hat. Solange die Kräfte gereicht haben, war das eine super Leistung da und summa summarum was hochverdient. Viele Tore und viele Torszenen nach Ballgewinn und Umschalten, so wie wir das hier nachher wollen. Insofern war das für alle, glaube ich, die heute hier waren, ein gelungener Nachmittag. Vor allen Dingen auch mal wirklich bis zum Schluss durchgezogen, auf 4 Tore erzielt. Stepanek, Doppeltorschütze, ja. Gerade das 2. Tor, ein Wahnsinnstreffer, oder? Ja, alle waren schön. Ich denke, es waren unterschiedliche Tore, aber mir gefallen die Tore nach Sprints und Vertikalspiel mit Umschalten am besten. Und das waren natürlich 2 super Tore dadurch. Und das ist schön, dass die Mannschaft das auch so annimmt und dass sie auch diese Meter im Sprint mittlerweile gehen können, weil das ist immer Grundvoraussetzung dafür. Wenn man jetzt ein Haar in der Suppe dieses Sieges sucht, könnte man vielleicht sagen, das war so die Phase, wo Wegberg das 2-1 erzielt und die paar Minuten danach. Es war nicht nur das Haar in der Suppe, das war nicht gut. Und das müssen wir besser regeln. Wir haben in der Halbzeit gesagt, Wegberg hat nichts zu verlieren hier, aber vom Beginn an nichts zu verlieren. Und wir führen 1-0, hätten in der Halbzeit schon 2-3-0 führen müssen.
Und das ist dann immer so, dass dann so ein Spiel ein bisschen noch kippen kann. Wir hatten da Glück in einer Szene, aber wir haben da nicht das gemacht, was uns auszeichnet. Wir waren nicht so aggressiv im Anlaufen, wir waren nicht so gierig nach Ballgewinn in die Tiefe zu spielen. Und quer- und zurückspielen, das weiß ja die Mannschaft mittlerweile. Das führt oft dazu, dass dann einer einen Fehler macht und auf einmal schlottern die Knie so ein bisschen. Und dann haben wir das zum Glück wieder gerade gebügelt und ja. Ich glaube trotzdem, dass wir 75, 80 Minuten richtig gutes Fußballspiel gesehen haben heute. Wenn man die Alemannia zu Beginn der Saison mit jetzt vergleicht, da war es so, dass wirklich, sobald ein Gegentreffer fiel, das Unruhe, das Panik in der Hintermannschaft herrschte. Das haben sie weitestgehend abgestellt. Wie? Ja, wir haben erst zwei Gegentore bekommen, sagte Michael. Also, man merkt ja schon, dass dann die Köpfe runtergehen, aber das ist ja auch so ein bisschen wie beim Boxen. Ne, mal kriegt man einen, mal gibt man einen und als Boxer nicht auch mal einen einstecken kann, der wird aus so einem Boxkampf nicht gewinnen. Und so ist ja ein Fußballspiel auch. Aber ich glaube, wir haben überragend gute Fans und die haben ein feines Gespür dafür, wann wir sie brauchen. Und das war, glaube ich, heute auch ein Faktor, um dann beim 2-1 eben nicht in Angstzustände zu gehen, sondern nach vorne zu spielen. Und dann haben wir es zum Glück auch geregelt. Stichwort Fans. Sie sind so schon, seitdem Sie hier sind, total begeistert von den Aachener Fans heute. Fast 15.000 bei einem Viertligaspiel, wenn der 11. gegen den 9. spielt. Ich glaube, ich brauche mich nicht mehr wiederholen. Das ist ein Gefühl und das muss man erleben. Das kann man in Worten nicht fassen. Und dieser Zusammenhalt auch heute mit der Mannschaft, das ist das Wichtige. Dass sie den Verein lieben, ist, glaube ich, jedem bekannt in der Stadt und im Umland. Aber ich bin ja dafür zuständig, dass man irgendwann auch die Mannschaft mag. Und das war heute schon wieder ein richtiger Schritt. Und man sieht auch, wie die Jungs das genießen und auch brauchen, um noch befreiter aufzuspielen. Und ich glaube, das kann so weitergehen. Nach dem Spiel heute, wie weit dürfen die Spieler, darf die Mannschaft, dürfen sie auch mal wieder nach oben in die Tabelle schauen? Von Spiel zu Spiel, von Training zu Training. Ich glaube, wir haben noch ganz, ganz viel Luft nach oben, gerade was die Physis angeht. Mir war das dann oft nicht wild genug, nicht aggressiv genug. Und wir müssen dafür die Körner haben. Das hast du heute gemerkt, dann so auch in manchen Phasen. Unsere beiden Sechser waren noch nicht bei 100%. Aber wo soll es auch herkommen? Basti Müller war jetzt 4 Wochen raus. Kilian Paluka hat gar keine Vorbereitung und uns sind alle Sechser weggebrochen. Da hast du schon gemerkt, dass dann noch ein paar PS fehlen. Aber wir brauchen, wenn wir das halten können bis zur Winterpause, diese Schlagdistanz und dann eine gute Vorbereitung, dann glaube ich, dann können wir erst gucken. Jetzt noch nicht. Wir müssen jetzt mit allem, was wir haben, irgendwie im Rennen bleiben. Und dafür müssen wir Siege holen. Sie haben mit 3 Stürmern gespielt, die alle Linksfüßer sind. Das ist relativ ungewöhnlich als Projekt. Och, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Linksfüße haben ja meistens so ein bisschen einen auch an der Waffel, sagt man ja. Und das ist auch ganz gut manchmal. Die denken nicht so viel. Aber ich fand, die haben das gut gemacht da vorne. Also Scheppi und Eli waren ja gar nicht zu halten heute. Und ich glaube, Toni kann noch besser spielen, gerade bei Standards. Da hat er heute nicht die volle Konzentration gehabt, wie es notwendig wäre, dass er dann auch so einen Ball dann auch immer nehmen kann. Weil wir haben schon noch gute Zielspieler bei Flanken. Aber es ist ein Junge, der das auch nicht gelernt hat, diese Position. Es ist auch ein Flügelspieler. Insofern wichtig ist, dass die Spieler laufen wollen, laufen können, sprinten wollen, sprinten können. Und dann geht ganz, ganz viel in dieser Liga mit Laufe der Spielzeit auch über diese Physis und diese Sprintmeter. Und ich glaube, das hat heute sehr, sehr gut funktioniert. Ihr Abwehrchef hat schon leichte Entwarnung gegeben. Dietrich vom Knöchel bekommen, aber es wird jetzt klingt nicht nach struktureller. Nein, das war auch eine Maßnahme runterzunehmen, auch als Zeichen für Franco, weil Franco Rose lässt sich ja nie hängen, trainiert super und es war auch ein Zeichen an ihn, dass er noch da ist und das hat er gut gemacht, auch in den Spielen, wo wir gebraucht haben, war er immer da und es ist nun mal so, dass es gerade auch läuft, wir kriegen wenig Gegentore, aber trotzdem wollen wir den Konkurrenzkampf ja immer auch hochhalten und deswegen war das auch so ein kleines Zeichen, du bist noch da. Wer kommt nächste Woche zurück? Ist das schon absehbar, außer Julian Schwermann, der entsperrt ist? Ich glaube, Aaron Herzog wird wahrscheinlich wiederkommen. Baumi auf gar keinen Fall. Und ich habe gerade mit Sascha Marquet gesprochen. Der hat wohl das erste Mal jetzt keine Schmerzen. Also der wird noch nicht wiederkommen, aber der ist wieder dann in der Eingliederung. Aber die Jungs, die wir heute auf dem Platz haben, haben es auch richtig gut gemacht. Wie viele freie Tage bringt der höchste Saisonsieg? Gar keinen. Gar keinen. Wir werden die Füße schön auf dem Boden lassen.